Herzlich willkommen zur zweiten Folge meiner Lesung Jamie, Biografie eines Vierbeiners. Manchmal hält das Leben Überraschungen für uns bereit. Überraschungen, von denen wir nie zu träumen gewagt hätten. Jamie war so eine Überraschung. Er katapultierte sich in mein Leben und krempelte es komplett um. Mein allererster Hund. Und jetzt schaue ich in Jamies Augen, in diese tiefen, dunklen Augen. Ich weiß, es ist ein fürchterliches Klischee, aber sie erinnern mich wirklich an einen Bergsee, den ich einmal in den Anden gesehen hatte. Es sind Augen, die schon alles wissen. Ich schrecke aus meinen Gedanken hoch. Der muss bestimmt raus, fällt mir ein. In Windeseile ziehe ich mich an. Als ich Jamie das Halsband um den Nacken schnalle, zuckt er kurz und duckt sich. Die Stufen nach unten, ich wohne im ersten Stock eines Altbaus mitten in Wiesbaden, läuft er frei. Erst vor der Haustür leine ich ihn an. Wieder zuckt er zurück, läuft die äußeren Steinstufen herunter und steuert den erstbesten Baum an. Er schnuppert, läuft mehrmals um den Baum herum. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Dann hebt er sein Bein und zerrt mich zum nächsten Baum. Schnuppern, markieren, zwischendurch noch schnell eine Mauer am Rand der kleinen Vorgärten anpinkeln und dann geht's weiter. Vor jedem Haufen bleibt er stehen und ich hänge an der Leine. Wer nimmt hier wen mit? Als wir endlich den Park erreichen, lasse ich ihn frei. Angst davor, dass er mir davonläuft, habe ich nicht. Er sucht ja von den ersten Augenblicken an immer meine Nähe. Mitten auf einem kleinen Hügel platziert er seinen Haufen. Verwundert schaut er mich an, als ich eine Tüte zücke und seine Duftnote in den nächsten Mülleimer werfe. Er hebt sein Bein, pinkelt gegen die Stange des Eimers, als er plötzlich innehält. Aus einer gemeinsamen Unerfahrenheit entsteht ein gemeinsames Lernen. Mit erfahrener Hilfe einer Hundetrainerin übe ich mich, die Körpersprache von Hunden zu deuten. Und ganz nebenbei lerne ich sehr viel über mich selbst. Darüber, wie wichtig meine Körpersprache, meine klaren Gedanken und mein konsequentes, artgerechtes Handeln sich auf Jamies Unsicherheit positiv auswirkt. Nicht umsonst nennt er unser Training liebevoll Menschentraining. Und jetzt lese ich euch Jamies Perspektive aufs Leben vor. Ich genieße mein neues Leben in vollen Zügen. Aber es gibt immer noch viele Situationen, die Angst in mir auslösen, und dann bin ich heilfroh, Esther schützend neben mir zu wissen. Die Stadt mit ihren lauten Geräuschen macht mich ganz nervös. Und da ist dann noch die Sache mit dem auf den Kopf gepatsche. Wenn wir unsere Wohnung verlassen, bleibt nicht selten jemand bei uns stehen und sagt, was für ein schöner Hund. Gleichzeitig fasst er mir auf den Kopf. Dann zucke ich jedes Mal erschrocken zurück, mache mich klein, lecke kurz über meinen Fang und hoffe, dass er mir nicht wehtut. An diese Unsitte der Menschen, dass sie einen anfassen, bevor ich sie ausgiebig beschnüffeln durfte, gewöhne ich mich nur sehr langsam. Wenn ich einem Hund meine Schnauze auf den Nacken lege, zeige ich ihm deutlich, ich bin stärker als du und du hast dich mir unterzuordnen. Die Schnauze auf seinen Kopf zu legen, ist unter uns Hunden fast schon als tätlicher Angriff zu werten. Und dann wundern sich die Menschen, wenn wir unfreundlich werden und sie anknurren, wenn sie uns ungefragt am Kopf anfassen. Ich selber allerdings traue mich nicht, Menschen anzuknurren. Ich unterdrücke den Impuls, weil ich es so gelernt habe. Ich beobachte Esther am anderen Ende der Leine und merke sofort, dass auch sie es nicht schätzt, wenn ein wildfremder Mensch ihr zu nahe kommt. Ihr Körper versteift sich dann und ihr Geruch wechselt, wird beißender. Für mich ist das ein Aha-Erlebnis. Auch Menschen kommunizieren über Körpersprache. Aber ich habe den Eindruck, das ist ihnen nicht immer bewusst. Erstaunlich, was für ein Durcheinander in ihnen herrschen muss, wenn sie dauernd Signale aussenden,
und keine Ahnung davon haben, was sie da eigentlich tun. Jamie war ein Geschenk des Himmels und gleichzeitig der absolute Albtraum. Ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Ursache für viele Probleme war ich aber selbst. Er verlangte klare, hierarchische Strukturen von mir und die lehne ich nun mal aus tiefstem Herzen ab. Ich hasse sie. Rangordnung hört sich für mich wie Hackordnung an. Wo bin ich da noch reingeraten? Fragte ich mich. Nie zuvor hatte ich mich um Erziehung kümmern müssen. Mein Leben war unbeschwert und von Reisen geprägt gewesen. Aber Jamie ist ein Hund. Und Hunde sind Rudeltiere. Sie leben in einer klar strukturierten Rangordnung. Und nur, wenn ich bereit war, der Chef unseres kleinen Rudels zu sein, würde er irgendwann zur Ruhe und Gelassenheit kommen, die er zur Genesung dringend brauchte. Also gewöhnte ich mir an, als Erste durch die Tür zu gehen. Wenn er vorpreschen wollte, schnellte mein Knie zur Seite. Gleichzeitig kam ein tiefes Ksch aus meiner Kehle. Er schaute mich dann an, als ob ich sie nicht mehr alle hätte, und ich dachte sofort, du hast ja recht, verfluchte Hierarchie. Aber ich blieb standhaft. Seinen vollen Fressnapf durfte Jamie nur mit meiner Genehmigung anrühren. Wenn ich ihn um seinen weggestellten Napf tigern sah, weil er mal wieder nicht abwarten konnte, bis ich ihm das Fressen erlaubte, brach mir fast das Herz. Wie konnte ich nur so gemein sein? Aber abgesehen davon, dass seine Herumgehopse um den Fressnapf nervte, gibt es kaum eine bessere Gelegenheit, die Rangordnung klarzustellen. Erst wenn der Rudelführer gefressen hat bzw. den Futternapf freigibt, dürfen die unteren Ränge ran. Und eins war klar, Jamie als Rudelführer, das geht gar nicht. Ich gab mir so viel Mühe, die Kraft aufzubringen, Jamie klare Regeln und damit Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Und Jamie? Ich hatte mir nachmittags freigenommen und fuhr in den Rabengrund. Der Wald war in ein glitzerndes Kleid gehüllt und das weiße Fell meines Hundes verschmolz mit dem Weiß des Schnees. Ich sah schwarze Punkte auf und ab hopsen. Auf einmal waren sie verschwunden. Ich rief nach Jamie, rannte ihm hinterher. Er stand oben auf einem Hügel, an dessen Fuß zwei wild fuchtelnde Frauen und ihre vier kleinen Windhunde standen, die kläffend an ihrer Leine zerrten. Schreie durchschnitten die Stille. Die klare, kalte Luft roch nach Angst. War es dieser Geruch, der Jamie reizte? Gerade in dem Moment, in dem Jamie zum Sprung ansetzte, erreichte ich ihn und klick, hing er an der Leine. Allerdings eine Sekunde zu spät. Ich verlor das Gleichgewicht und wurde von ihm auf dem Bauch liegend den Schneehang heruntergezogen. Wir waren nur noch 5 Meter von den Hunden entfernt, als ich es endlich schaffte, mich auf den Rücken zu drehen und meine Hacken in den eisigen Boden zu rammen. Durch den abrupten Stopp landete Jamie im Schnee. Die kreischenden Frauen liefen in einem weiten Bogen um uns herum und verschwanden. Da liege ich. Der Schnee ist mir unter die Jacke und in die Hose gekrochen. Ich friere. Mir reicht's. Ich will nur noch nach Hause. Aber wo ist der Autoschlüssel? Ich taste meine Jacke ab. Auch in der Innentasche finde ich ihn nicht. Da bleiben nur noch die Hosentaschen. Ah, es klimpert. Aber es ist nur der Wohnungsschlüssel. Ich ziehe die Jacke aus und schüttel sie kopfüber aus. Ein Tempotaschentuch und ein paar Brocken Fleisch fallen heraus, über die sich Jamie sofort hermacht. Ich laufe zurück zum Hang. Wo sonst könnte ich den Autoschlüssel verloren haben? Während ich den Hang durchflüge, fängt Jamie Schneeflocken. Nach einer Stunde gebe ich auf, wir müssen zu Fuß zurück. 2 Stunden später stehen wir vor unserer Wohnung. Jamie rennt in die Küche, setzt sich vor seinen Napf und schaut mich flehend an. Ich schüre Feuer im Kamin und ziehe mir trockene Sachen an. Ich bin immer noch sauer. Das heißt, erst ich, dann du.
Was mir Jamie vehement beibrachte, war stoische Ruhe und Konsequenz. Bis nächste Woche. Ich freue mich aufs Weiterlesen. Und ihr?